So. So. Perfekt. Jetzt gehen wir mal schnell in die Dresche. No. Yesterday was an update by this game. And I think this is. Oh nee, Alter, hier ruckelt ja alles. Ja, das ist die neue Grafik. Deshalb auch mit Da dem muss ja Update. jetzt mal alles laden, wie es aussieht. And I think this is why. Ah, oh, rendering a new update, yeah. Schön. Jetzt mal schließen, nicht, dass hier irgendwelche Scheiße gelegt wird. Boah, Alter. Bist du da? Ich bin da, ich bin drauf. Sascha? Ja, ich bin da. Schon wieder weg. Hörst du mich jetzt noch? Jetzt höre ich dich Okay. wieder. Ich muss gerade. Ja, also bei mir läuft's flüssig. Bei mir läuft das flüssig. Hast du. Hast du schon was anderes gespielt? Bei mir ist gerade schlimmste Auswahl. Aber der Rendering, ja, das stimmt. Die Schärfe hat sich nämlich auch noch ein bisschen verändert. Ja, irgendwie, also vorhin irgendwie aktiver Killerstrieb her, glaube ich, sieht an der Grafik gar nichts. Ich sehe hier ganz viel an der Grafik, muss ich sagen. Sieht komplett anders für mich aus, irgendwie. Texturen sind auch viel schärfer. Skalierung ist hochgesetzt worden. Deswegen wollte ich vorhin auch nichts zu groß dazu sagen, weil ich habe ja noch alles getestet. Weil realistische Rundumleuchten, Lichtanimationen, ich habe jetzt also die volle Spiegel drauf. Also macht schon Bock. Aber ich brauche erstmal eine Zeit. Ich bin dann einfach mal vorhin schnell über meine Karte geflogen. Ja, genau, das muss man, glaube ich, mal erstmal immer so machen, ne? Und dann. Genau. Ja, Leertaste springt da oder. Oh, jo. So. Deswegen. Oh, das klappt. Schön. Aber das Cosplay, was du da jetzt im Menü hast, Ja. das wird mir auf meiner Karte nicht so angezeigt. Sondern? Einfach in so einen Schlitz. Cosplay, das war's. 7.1.24, mehr nicht. Ich kann es nicht als Erweiterung, nicht als Expert. Pff, keine Ahnung. Warte, ich muss kurz an die Tür. Ja. Okay, also. Also ich merke da auf jeden Fall schon einen Unterschied. Und wie gesagt, ich habe ja noch so ein Smart TV, über den ich zocke, also. Das hast du. Da hast du aber auf jeden Fall einen Unterschied. Gut, also und zwar hast du hier mal bei CP und dann gibt es irgendwas war hier mal. Zeigkurs auf der Minikarte. Ah, hier, Gamepad freundliches HUD. Hast du das deaktiviert? Ja. Okay. Das ist. Ich glaube dann, wenn ich das aktiviere.
Dann zurück? Nee. Irgendwas, so eine Einstellung gab es immer, dass das Tagende Waldmaß Fahrzeuglack hält. Ich habe jetzt vorhin nochmal, der Autodrive hat ja auch noch ein Update bekommen, das habe ich jetzt vorhin nochmal eingefahren. Aber denn der jetzt? Fährt denn jetzt hier nach? Wir müssen ja kurz stoppen. Der erste. Und dir wird das hier unten nicht angezeigt. Ich habe nur Autodrive offen und Crossplay wird mir schon gar nicht Und angezeigt. mit Löschen entfernen kann ich das ein- und ausblenden. Okay. Ach ja, klar. Ich denk mal, weil ich aufs. Ja, da haben wir schon in der Fehler. Weil mein Zeug auf Gamepad eingestellt ist. Hilfertyp, wenn ich das auf Tastatur gehe. Auch nicht. Okay. What habit is that? How many FPS do you get now? I don't know. FPS? Woher weiß ich, wie viel FPS ich habe? Na gut, du hast ja Steam-Version, oder? Warte. Du hast ja Steam-Version, oder? Ja. Da kannst du zum Beispiel dieses Umschalt-Tabular, wenn du das aktiviert hast, hast du dieses, wie nennt Was man ist denn das? Umschalt-Tabular? Da kommst du in dieses, Groß schreiben und die Tab. Ja? genau, Okay. Umschalt und dann die Tab-Taste Ja. drücken. Okay. Dann kommst du in dieses Overlay quasi rein. Und was sehe ich Steam da jetzt? Overlay. Okay. Ja, da hast du nicht aktiviert. Du kannst es auch aktivieren, dann hast du oben links, da wo quasi dein Trecker, die ganzen Anbaugeräte da drin sind, kannst du anzeigen lassen, wie viel FPS du zum Beispiel hast. Ist mir zu blöd. Ist Ja. mir egal, I don't know. Also hast du auf jeden Fall 60 FPS, so wie das da flüssig läuft, also. Brauchst nichts zu sagen. Halt vorwärts bitte. Vorwärts. Wie machst du das dann mit Cosplay? Hier auf der Karte gar nicht. Also, kostet ich. Weil die Karte ist so klein, da mach ich lieber. Also, ich mach's da sehr gerne selber. Ja, zu ja. fahren. Natürlich zu fahren. Ja, also ich muss mal gucken, vielleicht muss ich es irgendwie auf dem extra auf eine extra Taste legen, aber weil ich das vorhin auch schon probiert, es ging nicht. Also bei meinem Singleplayer-Account, meine ich nicht. Da ging es auch, aber wie gesagt, da. Ansonsten müsste ich heute später auf einen Kollege warten, weil der kennt sich da wirklich super aus. Der arbeitet wirklich nur auf der Kanada Farm, die XXL Farm da, die Vierfach. Ach, da läuft ja dein Hund wieder. Ja, ich habe ihm gerade Essen gegeben. Da läuft Warte. er. Da läuft das wunderbar. Geht der hier mit dem Gras? Das habe ich gerade nicht. Jetzt habe ich das Gras nicht abgeladen. Okay, ja, keine Ahnung. Aber wenn du da einen hast, frag ihn mal. Ja, interessieren, warum das so ist. Ah, Moment.
Autodrive, das klappt ja. Guten Morgen, Burnet Soul. Moin, moin. So, hier steht auch, öffne Mini-HUD mit Löschen. Nein, nichts zurücksetzen. Crossplay wird blockiert. Hä? Wieso kann ich denn jetzt nichts mehr machen? Alter, was war das denn jetzt? So, Okay. Wer Umschalt wird denn verbinden. jetzt hier blockieren? Der Mist, so. Umschalt 5. Steuerung speichern. Moin, moin. So. Umschalt 5. Passiert nichts. Ich krieg's Ding nicht geöffnet. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Uah. Hilfe. Help. Hello, please help me. I'm under the water. Opfer. Ja, wollte ich mal markieren, aber ich glaube, es hat nichts gebracht. Willst du? Ich wollte dich eigentlich mit einer gelben Farbe, gelben, pinken Farbe besprühen, aber es hat, war es ja doch zu schnell. Ja, aber ich glaube, das geht auch gar nicht, oder? Boah, Nein. Alter, hier stimmt irgendwas nicht. Ich fahre plötzlich 103, 145, 70. Voll in meine Schafe hinein. Ah, oh, nee, doch, jetzt habe ich angehalten. Alter, hast du das gesehen bei mir gerade? Anything is wrong here, Ising. So, Grubber, ja. Ja, es kann halt sein, wenn du den, den nur. Wie gesagt, mit dem Neustart des Servers da, den ganzen Kram. Bis es sich mal wieder eingespielt hat. Deswegen habe ich bei jedem Grafik-Update, also GeForce Experience hat ja auch ein neues Grafik-Update gestern rausgebracht. Ja. Nvidia, die für die Grafikkarte, für Also. das drin gab es auch nochmal ein Update. Und deswegen habe ich nach jedem Update, was es da gibt, immer noch einen Neustart gemacht. Aber wenn du jetzt halt gerade die Neustart machst, bist du halt weg, ne? Das ist halt. Ist die hat aber noch die da Chief Champ. Böfchinone. Sieg der Lande Scholaschek. Ah, Pizdiat, die Kavroschek. Was mit dem Traktor schafft auch nicht jeder, oder? Lol. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Random Ashek. So, nimmt er diese Scheiße hin. Ja, und ab geht die Batz. So, Innenansicht hat er.
Front. Noch mal eine kurze Frage zu deinem Rode-Mikrofon da. Hattest du am Anfang das auch so gehabt, dass du nur von links zu hören warst, statt von rechts, also gleichzeitig auf beide Ohren? Das ist eine Einstellungssache. Okay. Du kannst das als Stereo-Mikrofon, also das ist an diesem Empfänger, kannst du das irgendwie einstellen mit Klicken auf irgendwas. Frag mich jetzt nicht nach den Sachen, was es ist, aber es ist eine Einstellungssache. Also gut, dann weiß ich schon, wo das nicht an OBS liegt. Du kannst du irgendwo googeln, einfach mal. Und dann muss irgendwas, glaube ich, gleichzeitig drücken oder was. Okay. The words you learned when you took your tractor license? No. The words I'm learning at school. For my Turkish friends. And. Also ist ja schon alles voll, Bruder. Das braucht nicht viel. Was? Das braucht nicht viel. Ne, aber ich hab gedacht, wieso füllt er nur die eine Seite auf? Aber sind ja schon beide im Schlüssel. Erklären. Oh, guck mal. Rehe, die nicht fliegen. Krass. So, was habe ich mal Kaffee noch drüben stehen? Egal. Was willst du? Jetzt habe ich mal. Ja, wir sind schon bei meiner fünften Tasse oder so. Kennst du das eigentlich überhaupt die ganze Nacht wach? Videoschneiden? Dir zugucken? Ich hungrig fühlen? Ich leide gerne. Oh. Leidest gerne. Nein. Okay, Daddy. So, was machen wir denn? Weizen oder Gerste? Können doch mal ein Feld Gerste machen, oder? An den Bildschirm ablecken. Ja. Was jetzt Gerste, ne? Komm, wir machen mal ein Feld. Jetzt hat mein Freund seit hier irgendwas wegen verwöhnt. Was willst du davon verwöhnen? Sie will dich verwöhnen. Sie will dir was kochen. Ich hab sie gestern verwöhnt mit Kochen. Keine Ahnung, was ist das? Ich hab schon gedacht, die Bubble greift ja so im Halbschlaf. Zwei arbeiten, 200 schauen zu. Was? So ungefähr. Wir arbeiten und 200 schauen zu. I don't know. Don't know say with the baby. Hat er die Breite? Ja. Sieht für mich so aus. Breite 42 Meter, irgendwie nicht. Wieso macht er die Breite nicht automatisch? Das traf ich nicht. Jetzt hat er die nur. Just like in Turkey when you're building a house. Just like in Turkey when you're building a house. You then need the words, or what do you mean? Oh, okay. Two builds, 200 people watch. Unterwegs, alle. Oh nee, was ist denn das? Oh nee, guck mal, irgendwas spinnt hier schon wieder. Echt. Hängt ein Stream. Nein, jetzt. Und die Internetleitung ist wieder hier.
Also die stellen auch die Sichtweite der Felder ziemlich hoch ein. Wer? Und das fit hier bei der Grafikeinstellung im Spiel. Die habe ich dann immer meistens immer runtergesetzt. Das ist, je weiter du rein rauszoomst, desto mehr wächst dir dein Kreisumfang, dein Blick, wie was du alles in Reichweite sehen kannst. Das habe ich immer ein bisschen runtergesetzt. Oder die Trägerspuren. Aber das eigentlich hat es ja funktioniert, deswegen glaube ich jetzt einfach mal, Spiel paar dass Mal, dann ist das es geritzt. Also dann. genau, dass das jetzt so ist und das darauf So. hoffe ich jetzt mal. Ey, du Eierkopf, du hast den Stroh hier nicht weggemacht. Eine Bahn stehen lassen, Alter. Das gibt's auch. Nein, ich hab mal, da habe ich alles sauber weggemacht. Hier, den Schneefall. Nee, siehst du doch, ich fahre doch hier auf einer Bahn Stroh. Das sieht noch so aus, so heißt hier Grafik, ne? Update hier. Also ja, genau, wegen dem Update, ja. Wieso mache ich das denn? Mann, ich bin so im Last. Wieso mache ich denn so einen Kack, ey? Ah, ein bisschen Schlangenlinie fahre. Stimmt, das sieht. Ja, hast recht, das sieht nur so aus, ey. Meisterhand. Wieso? Ich bin so lost. Ja. Also, Eine Ecke nach oben halt. das Problem, was ich halt immer, oder was ich mal bei Autodrive haben wollte, der Trecker soll dort, wenn er am Feld angekommen ist, soll warten, bis der Drescher voll ist. Drescher kommt, lädt ab. 100%, Trecker fährt zum Silo, kippt ab. Ja. Das Problem, was ich immer noch habe, der fährt dem Trecker, dem Mähdrescher immer noch hinterher. Dann musst du dieses beim Dings entladen. Wie heißt das? Ausmachen. Musst du bei jedem Trecker machen, ne? Einzeln. Okay. Keine globale Einstellung, sondern Ich weiß, was du so, meinst, ich mal weiß, was. kurz. Hier ist das doch, ne? Automatische Reparatur, Routine Be- und Entladung. Ist weiter runter. Das automatische Entladen, oder? Nee, das ist, wenn du Dings bist beim Abfahren. Autoload. Warte, abladen. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Oder was doch? Beim Drescher? Nee, Drescher Auto allein abladen. Was ist die Einstellung beim Drescher? Kann auch sein. Das krieg ich mal hin. Wieso habe ich denn da jetzt plötzlich so einen weißen Fleck oben? Das kannst du. Das verschwindet auch. Kommt drauf an. Findet wahrscheinlich nicht, weil es nicht angesehen ist. Du hattest gestern ja noch, oder vorgestern hattest du ja noch das Auto 3 oder Crossplay noch laufen gehabt, ne? Ja, hier, ja. Wo ich noch drauf war. Wollte ja weitermachen. Dann hat er mir auf jeden Fall, mein Internet war da. Aber aus irgendeinem Grund rausgeschmissen. Keine Ahnung warum. Okay. Deswegen bin ich schon nochmal drauf gegangen. Aha. Aber das war zum Beispiel total schade. Lässt Auto 3 laufen. Hoffst halt, dass es halt weiterläuft. Ja, wenn du raus bist, dann hört's ja auf. Aber ich finde ja auch die Naja. Mineralanzeige da
Stickstoff. Habt ihr sie auch neu oder farblich geändert? Ich habe farbenblinde Dings drin, ne? Achso. Bei mir. Ich habe Rot-Grün-Schwäche. Ja, auf jeden Fall das neue Gebäude 30.000 kostet es und da kannst du alles sniperlern, also. Ja, aber ich habe ja, ich arbeite ja eigentlich gar nicht mit Ballen, deswegen ist für mich gerade nicht so interessant. Ich meine, ja, so groß, ich meine, so groß ist jetzt 200 die Halle, die sie da rausgebracht haben, aber vorne rein passt's ja. Aber ich hätte die Halle ja schon etwas ja, offen. Ich weiß nicht. Ob da noch was fehlt, bin ich mir jetzt quasi unsicher, aber wenigstens haben wir ein bisschen Ordnung drin. Aber du kannst sogar auch komplett auswählen. Also du, selbst wenn du, sagen wir mal, Paletten ganz hinten an der Wand hast und vorne alles nur Ballen, kannst du dir auswählen quasi, wie im Silo, was du raushaben willst aus dem Lager. Und das wird dann quasi wieder ganz nach hinten gespawnt. Wo halt frei ist. Also, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, das hört sich gut an. Und kannst auch verschiedene Ballen, also kannst du oder verschiedene Arten von Ballen reintun. Das heißt, kannst du Heu, Stroh und so. Genau. Und Silage auch. Ja. Das ist geil, weil das ist etwas, was ich auch wirklich, als ich noch Ballen gemacht habe, gesucht habe. Es gab immer nur Vereine und dann musstest du für jedes eine einzelne Halle bauen. Da kannst du gemischt. Das kannst du gemischt machen. Also das ist das auch, was ich heute auf jeden Fall im Stream dann mache. Also sobald ich dann die Aufnahme hier im Kasten hab, dann geht's direkt los. Also da wird heute wenig Pause gemacht. Deswegen bin ich schon froh, dass ich die alten Folgen aufgehört schon schneiden geschnitten hab und fertig auf YouTube hochgeladen hab. Gerade 15 Minuten bevor ich angefangen habe. Oh, fertig. Und ja. Dann geht's nämlich bei mir direkt nämlich weiter. Da wird es nämlich direkt mal getestet. Der Hustler. Hasseln, hasseln, hasseln. Alter, ich fahre wie der letzte Mohikaner, ey. Das gibt's doch nicht, ey. So wie Raki. Das 5:13 Uhr. Meine Frau, ich hätte anrufen müssen.